So, dann mal wieder runter. Da ging's runter. Und ja, das mit der Rüstung ist schon echt nervig. Aber irgendwie in fast allen Dungeon Crawler-Spielen gibt es so eine Monster, die Rüstung zerstören, was ich ziemlich nervig finde. Vor allem, wenn es keine ordentlichen Händler gibt, wo man neue Rüstung kaufen oder reparieren kann. Aber na gut, da müssen wir runter. Da sind wir vorhin runtergefallen. Wieso sind wir jetzt diesmal hier gelandet? Ist ja auch komisch. Wir können hier auch nichts irgendwie wieder deaktivieren. Na gut, also da auch runter. Und hier waren die Steinmonster irgendwo. Ich glaube, ich höre die auch schon. Also dieses Hua-Hua. Das sind, glaube ich, die Steinmonster. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Okay, einfach mal rechts an der Wand lang. Ah, die Geräusche kommen einen Ticken näher. Ah, ich glaube, die ganze Zeit im Kreis. Ja. Na gut. Ignorieren wir die Steinmonster und gehen jetzt zu der Lore, die uns dann wahrscheinlich noch tiefer führt. So, da ist die unsichtbare Wand. Jetzt hat sie den Schaltern auf sich. Wir lassen uns erstmal beides unten. Will er nicht. Beide oben. Beide oben war wohl Mitte. Es gab noch links und rechts auch noch einen Gang. Jetzt alles eingezeichnet? Ja, gut. Also beide Schalter oben geradeaus durch. Ein Geheimraum, wo nichts drin ist? Doch, noch ein Schalter. Das This scheint. appears to be recent digging. Oh, da ist Kohle an der Wand. Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. A Damit piece of coal broke off. können wir vielleicht die Maschine oben A betreiben. piece of coal broke off. A piece of coal broke off. A piece of coal broke off. Ist das auch irgendwann mal alle? A piece of coal broke off. Da kommt nichts mehr. It doesn't appear as any more coal can be broken off. Okay. Genug Kohle abgebaut. Haben wir schon mal einen Teil für die Maschine. Obwohl wir immer noch nicht wissen, wofür die Maschine wirklich da ist. Oh, wo ist die Flasche? Wo ist die Flasche? Da. Können wir nicht direkt darauf anwenden. Okay. Gucken wir mal, ob wir auf die Leiche das anwenden können. Und kaputt. Nö, können wir nur hinlegen. Also es ist nicht das Blut oder die Hinterlassenschaften von den Viechern. Außer es gibt irgendwie noch ein stärkeres von denen. So, Licht geht schon wieder aus. Das ist nicht gut. Zack. Und hier ist gar nichts. Okay. Na gut, hier war die Kohle. Das soll denn wohl reichen. Also wieder zurück. Whee! Und jetzt drücken wir mal den rechten Schalter. Bin davon, dass wir nach rechts gehen. Das war jetzt zu schnell für mein Auge. Aber das können wir da auf der Karte sehen. So, wir sind nach links abgebogen. Und wieder ein Raum, wo nichts drin ist. Also wird hier bestimmt wieder irgendwo ein Schalter sein oder eine unsichtbare Wand oder auch nicht. Hier ist einfach nur eine Sackgasse. Na gut. Whee! Und einmal Schalter wechseln. Klick, klick. Und rechts rum. Oh, recht großer Raum. Oh, nichts drin. Und ein Schlüsselloch. Das ist nicht gut.
Denn wir haben hier oben ja eigentlich schon alles abgeklappert und keinen Schlüssel gefunden. Also knacken wir das mal. Ah, hat sogar geklappt. Sehr schön. Oh, einfrieren. Ching. Und kaputt. So, aber noch... Oh, oh. Das war gar nicht gut. Wie machen wir das jetzt? Kriegst du davon Schaden? Nee, anscheinend nicht. Kann man das hier benutzen? Ja, aber macht fast keinen Schaden. Das ist jetzt doof. Na gut, wir sind hier irgendwo... etwas zur Rettung. Nee. Okay, wir haben jetzt ein echtes Problem. Das heißt, wir probieren es mal auf die Tour. Oha, stirb. Ja, so kriegt man auch jeden Gegner klein. Stirb. Das Problem ist nur, dass dahinter gleich noch einer ist und dass Aksha gleich tot ist. Was komisch ist, denn Bakatas Rüstung ist ja kaputt gegangen. Na komm. Dich hatten wir doch schon ein bisschen angeschlagen. Du musst doch gleich mal umfallen. Okay, bei dem Wurm hat es auch Ewigkeiten gedauert. Ginseng war Gegengift. Nimm mal einen Heiltrank. Denn ich will nicht einen Speicherstand neu laden müssen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und wenn wir jetzt ein paar Ressourcen verschwenden müssen, ist mir auch egal. Wir haben ja mehr als genug Silbermünzen übrig, um uns dann irgendwann mal einzudecken mit Heiltränken und dergleichen. Der hier könnte ein besonderer sein, der Farbe nach zu urteilen. Und warum wird Bakata kein einziges Mal getroffen? Das ist echt komisch. Gib ihm mal das bessere Schild. Und hast du sonst noch irgendwas Besseres? Nö, normaler Helm. Heiltrank kann man im Inventar nicht benutzen. Schade. Dann halt weiter so. Mana-Tränke wären auch ganz nett. Aber da haben wir noch keinen von gesehen. Komm, Bezelbecher. Ist eh nur eine Ladung drauf. Wusch. So, jetzt dürfen wir es aber hinbekommen. Zumal Bakata jetzt auch genug Mana hat für eine kleine Heilung. Täuschen mich meine Augen oder liegt da was auf dem Boden unter dem Viech? Also, abgesehen von dem Hammer, den wir die ganze Zeit schmeißen. Müssen wir gleich mal gucken. Und irgendwie kriegt ihr noch manchmal Schaden, wenn ich werfe. Ich weiß aber nicht genau, wo ich hinwerfen muss, um... Schaden zu machen. Oh, das ist einfach nur zufällig. Ha! Na also. Hier muss doch irgendwo ein Knopf sein, um die Tür wieder aufzukriegen. Karte? Karte sagt nein. Oh, das ist aufgegangen. Das war hoffentlich die Tür. Ja, sehr gut. Jetzt schlafen wir mal direkt hier vor der Karre. Weil falls denn was vor uns spawnt, hüpfen wir einfach rückwärts rein, machen Wii und sind wieder weg. Ja, das war garstig, aber so viel haben wir gar nicht verschwendet. Also ein Bezelbecher, aber der hatte eh nur eine Ladung. Also es ist ein so ein Juwel in dem Becher. Es gibt auch welche mit ganz vielen Ladungen. Die haben dann halt mehr Juwelen. Oh, hier geht's noch weiter runter. Also ja, ein Bezelbecher und zwei Heiltränke. Und wo zur Hölle sind wir jetzt schon wieder? Au. Ja, Dreher- und Schalterrätsel. Wie geil. Norden? Ja, die Urbischminen sind ganz schön fies. Aber wenn es Zwerge gibt, dann haben garantiert Zwerge das Ding hier gebaut. Und auch dementsprechend Fallen und so weiter eingerichtet. Und da sind die ja immer recht fies drin. Also im Fallen einrichten. So, noch so ein Biest. Chop, chop, chop. Oh. Ooh, Jared.
ahead, engineer. I think I have located the missing part for the water pump. If I can retrieve it, I can gain control of our mine. Hank. Dieser Hank hat wohl einen Teil für die Wasserpumpe gesucht. Dann wird die Maschine oben wohl die Wasserpumpe sein. Und das Teil irgendwo hier unten. Wir sind ja schon im Bergwerk Level 4. Also gut. Die Kohle haben wir schon. Das fehlende Teil ist dann hier noch irgendwo. Und dann können wir die Wasserpumpe benutzen. Aber wozu? Wir haben bisher noch keinen gefluteten Bereich gesehen. Oh, das kann man nicht knacken. Das ist nicht gut. Teleporter benutze ich ungern. So, aus Süden kommen wir her. Aber da waren wir noch nicht. Also darum, darum. Ah, ich höre schon wieder so ein Steinmonster. Ja, du. Einfrieren, 4. Instant tot. Oh, doch nicht. Komisch, der andere ist eigentlich instant gestorben. Na gut, dann machen wir halt nur 2 und 3. Und du hältst viel zu viel aus. Soll ich den Hammer holen? Also. Oh, Blutstein. Deswegen hat er so viel ausgehalten. Jetzt haben wir schon 3 von 4 Rätselteilen. Sehr schön. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Ach, das Pulver der Erde, oder wie das hieß. Dass wir einen Eibel kaufen können. Oder kaufen müssen, eher gesagt. So, hier war die Falle, aber da waren noch überall Schalter. Also probieren wir das mal aus. Jautsch. Also müssen wir jetzt nur hier in den Bergwerken den ein Handlanger des Königs finden für sein Pyramidenteil. Und dann müssen wir noch irgendeinen Gegenstand finden, mit dem wir Scotias Hindernis aufheben können. So, bitte lass dich so aufmachen. Nee, was mit dir? Abgenutzter Schlüssel, abgenutztes Schlüsselloch und es passt nicht. Okay, kurz noch den Knopf drücken. Wenn das nicht hilft, dann müssen wir da gucken und hoffen, dass wir da 2 Schlüssel finden. Und sonst müssen wir halt mit dem Teleporter wieder raus. Aber ich nehme an, dass der Teleporter uns wieder ganz nach oben bringt. Worauf ich nicht so wirklich Lust habe. Was hat der jetzt gemacht? Ich sehe keinen Unterschied. Oh, doch, er hat die Falle deaktiviert. Das ist auch schon mal praktisch. So, wir müssen nach Westen, das ist richtig. The way is blocked by falling rocks. Felsen versperren den Weg. Wozu haben wir Hammer? Sauberkater, Hammer Time. Macht nix. Spitzhacken Time. Ja, das heißt auch Felsbrocken, seht ihr? Wir hatten ja schon mal diesen, wo ist der andere Stein? Da. Den hatten wir im Wald gefunden. Den glatten Felsbrocken. Das ist kein normaler Stein. So, was haben wir hier hinter? Langer Gang und... Get out! You are in great danger! Flee while you still can! Okay. Rostiger Schlüssel. Und eine Warnung vor Gefahr. Ja, ist auch immer so schön, wenn solche Warnungen kommen, die aber nicht sehr deutlich sind. Also nicht, Achtung, die Wand kann gleich einstürzen oder sowas zum Beispiel. Das wäre ganz praktisch gewesen. Na gut, wir haben ja unsere Spitzhacke. Und Bakata hat genug Ahnung, um die auch effektiv einzusetzen. Wusch. Wusch. Ich hätte schwören können, da wäre noch ein zweiter gewesen. Oh gut. Und hier seht ihr, man hat nur einen einzigen Schlag abbekommen. Aber dadurch, dass er keine Rüstung trägt, macht das richtig viel Schaden. Oh, noch ein Blutstein. Ja, können wir vielleicht verkaufen. So.
Hier ist sonst nichts mehr. Vielleicht wollten die auch einfach nur sicher gehen, dass man das Ding findet. Das kann natürlich auch sein. So, also wir wollen jetzt nach Osten und gucken, was da an der Tür drin ist. So. It does not fit. Oh, das ist die falsche rostige Tür. Das heißt, wir müssen nach Süden. That seemed to work, but something more is needed, I believe. Ja, irgendetwas fehlt mir auch, nämlich das Ding hier. Worn lock. There is no way. There is no way to pick this lock. Fehlt noch ein Schlüssel. It does not fit. Das sieht doch nicht wirklich wie ein Schlüsselloch aus. Blutstein? It does not fit. Kohle? It does not fit. Ebenholzstab? It does not fit. Glatter Stein? It does not fit. Nee, na gut, das passt alles nicht. Ärgerlich, aber können wir nicht ändern. Ohrensgeist? Nee. Na gut, dann müssen wir gleich wieder durch den Teleporter und uns in den anderen Ebenen mal umgucken, ob wir irgendwo noch einen anderen Schlüssel finden. Für hier und für da. Aber erstmal speichern wir ab. Speichern. LP 017. So. Und bis gleich.